Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mal wieder ein Fullface mit den Lookfantastic-Neuheiten. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Lookfantastic ist ein Online-Shop, den man, ja, online findet. Wow. Und da findet man halt Produkte von Drogerie bis High-End bis Luxussegment. Und ihr könnt auf super viele Produkte mit dem Code CLAUDIWELT sparen. Also auf die reduzierten Sachen nochmal on top was sparen und auf die nicht reduzierten Sachen, ich glaube bis zu 20% müsste das aktuell sein. Vielen, vielen Dank an Lookfantastic für die Kooperation, für die Zusendung von einigen dieser Produkte und auch für die Bereitstellung des Codes. So, dann starten wir mal mit Revolution CC's World Primer. Ich fand den so hübsch. Es gibt oder gab ja auch diese, die Rosenquarz-Edition ist es, glaube ich, gewesen. Und hier haben wir einen Correcting Primer mit Vitamin C und Hyaluronsäure drin. Und das wird richtig schön grün. Das finde ich cool. Ich möchte übrigens in diesem Video ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei, weil ich könnte all das hier nicht machen, wenn ihr nicht da wärt. Und da möchte ich doch gerne ab und an mal was zurückgeben. Also das fühlt sich super angenehm an, sehr pflegend. Dann kommen wir jetzt mal zur Make-up-Geschichte. Von Iconic London habe ich mir mal wieder ein Produkt bestellt. Ich plane ja sowieso demnächst mal irgendwann ein Fullface Iconic London auch zu schminken. Das ist Super Smoother Blurring Skin Tint. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. In der Farbe Cool Light. Ich hoffe, dass es passt. Es war ein bisschen schwer, die richtige Farbe online zu finden. Hier steht drauf, dass man das ordentlich schütteln soll. Und ich glaube, hier sind 30 ml drin. Jo. Und das hat eine ähnliche Applikationsform, wie wir das zum Beispiel von der Benefit Foundation kennen oder auch von der Nabla Foundation. Minimal dunkel könnte das sein. Oha, wir gucken mal. Ja, das ist schon etwas dunkel, ne? Ups. Aber die Textur gefällt mir und auch die Art und Weise, wie sich das mit meiner Haut verbindet, nämlich mega gut. Tatsächlich finde ich das auch gar nicht mal so verkehrt. Ich werde hier auch gleich hier dieses Prompelfil wieder drum machen, dann sieht man das gar nicht, dass es so heftig ist. Aber im Sommer eine ganz tolle Geschichte, weil das halt auch so leicht ist. Es ist perfektionierend, aber jetzt nicht zu intensiv. Wir haben trotzdem noch, dass der Primer wahrscheinlich den Glow spendet und das sieht alles einfach ja ruhiger aus, ne? Oh, ich muss euch was sagen, Leute. Ich habe mir auch noch was mitbestellt und zwar ist es von Invisibobble. Das Ding heißt Claudia, also C-L-A-W-D-I-A. Mhm. Deswegen musste ich das haben, weil es ist halt wie so eine Klaue und das kann man halt hier hinten und dann macht man die Haare damit zusammen. Urban Decay gibt es tatsächlich auch noch bei Lookfantastic und das werden wir sehr wahrscheinlich auch dort noch weiterhin bekommen. Aus dem deutschen Markt haben die sich ja weitestgehend zurückgezogen, aber ja, Lookfantastic ist ein britischer Online-Shop und dort finden wir Urban Decay. Finde ich großartig. Stay Naked haben wir hier den Quickie Concealer Up to 24 Hours Wear Multi-Use. Also theoretisch könnte man sich den auch als Foundation auftragen. Riesig, wirklich riesig. 20 NN habe ich mir bestellt in 16,4 ml. Hat ein großes Füßchen als Applikator und hier oben hätten wir auch noch ein Pinselchen mit dabei. Da bin ich ja nicht ganz so Fan von. Aber das ist ja nicht schlimm. So, dann trage ich mir den hier mal so auf. Und dann kann ich ja erstmal hoch meinen Foundation Buffer nehmen, um das unter dem Auge so ein bisschen zu verteilen. Oh ja, wow, das ist mal eine Deckkraft. Damit kann ich natürlich auch so ein bisschen meine Foundation aufhellen. Und das ist wirklich ein Quickie Concealer, weil der hat zwar eine mega Deckkraft, aber der ist nicht so trocken, wie wir das ja von dem anderen, ich glaube auch Stay Naked kannten. So, ne? Und also ich finde den sehr, sehr schön, gerade im ersten Eindruck. Gefällt mir richtig gut und nur mit dem Pinsel aufgetragen ist es auch wirklich eine schnelle Nummer gewesen. Mega cool, also mag ich total. Ein bisschen Shop My Stash mäßig verwende ich hier von NYX den Ultimate Shadow and Liner Primer Base, ja. Das ist einfach dieser hier, den bekommt ihr auch bei Lookfantastic. Dann gebe ich mir gerne, wenn ich meine cremigen Texturen aufgetragen habe, ein Setting Spray drüber. Das ist jetzt eigentlich ein Fixierspray, das gebe ich mir nachher nochmal on top drüber auch von Revolution, das Ceramid Boost Fixing Spray. Und ich muss wirklich sagen, ich bin aktuell auch ein Mega-Fan von diesen Ceramid-Produkten. Da hat Revolution auch das ein oder andere weitere Produkt rausgebracht, was ich echt cool finde. Man sollte nur daran denken, dass wenn man das schüttelt, dass man das einmal ordentlich zuschraubt, weil... Ansonsten muss man erstmal den Tisch abputzen und Sammy geht weg. Er guckt sich das Elend hier nicht mehr an.
es kommt sehr, sehr direkt und nass raus. Das kann man dann schon mal sich merken für später, wenn ich mein Make-up komplett aufgetragen habe. Aus dieser IRL-Reihe in Real Life Filter hat Revolution auch ein Puder rausgebracht. Ich habe schon die Foundation mal ausprobiert, den Concealer möchte ich noch ausprobieren und jetzt habe ich, wie gesagt, hier das Puder, was ich von der Verpackung her schlau finde. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal von anderen Marken gesehen. Hier haben wir nämlich unten ein loses Puder und oben haben wir ein gepresstes Puder und einen Spiegel drin. Ich nehme jetzt mit dem feuchten Schwämmchen etwas von diesem losen Puder auf und gebe mir das unter meine Augen und auch auf meine Augenlider drauf, um den Concealer zu setten. Der einzige Nachteil bei solchen Verpackungen ist halt, dass du keinen Deckel hast, wo du das so reinmachen kannst, ne? Das heißt, da muss man dann etwas tricksen, aber auch das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und das ist beißelt auch jetzt gerade nicht im ersten Moment, was ich sehr, sehr schön finde. Das macht einfach einen leicht mattierten Blurring-Effekt. Und dann werde ich jetzt das gepresste Puder verwenden. Dazu drehe ich das Ding wieder zu. Das ist nicht so leicht aufzukriegen. Oh, da muss man etwas aufpassen, ne? Also meine Haut sieht wirklich so gut aus mit den Produkten, die ich bislang aufgetragen habe. Das Ganze ist wirklich perfektioniert und ausgeglichen und so. Und es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich denke, wow, ich habe jetzt, was weiß ich, wie viele Make-up-Produkte schon im Gesicht. Und das finde ich immer sehr schön. Das ist immer die Herausforderung, ne? Wir stehen ja immer eine Weile vorm Spiegel und geben uns immer wieder Produkte ins Gesicht. Aber wir wollen nicht, dass man jetzt irgendwie in Anführungsstrichen zugekleistert aussieht. Einfach nur perfektionieren. Also Make-up ist ein Spiel mit Licht und Schatten und es macht mir einfach immer wieder Spaß, das zu machen. Und vor allem, wenn es dann so ein Ergebnis gibt und so funktioniert, dann mag ich das immer gerne. Und ja, so schaut es alles soweit so gut aus. Mag ich gerne leiden. Schön, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Farbe ins Gesicht bringen. Dafür habe ich die neue Marke Sosu hier. Jedenfalls ist die, glaube ich, neu bei Look Fantastic, ne? Radiant Magic Palette. Contour, Blush und Highlight sind hier drin enthalten. Da bin ich mal gespannt. Das sind 6 verschiedene Farben. Und ja, der Blush wird sehr, sehr pink werden. Mal schauen. Also, zuallererst nehme ich mir hier den Bronzerton Cinnamon auf. Und wärme damit mal mein Gesicht auf. Und der ist sehr pigmentiert. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu fleckig dann aussieht. Weil das passiert halt, wenn du Produkte verwendest, die etwas zu dunkel für deinen eigentlichen Ton sind. Sie sehen dann einfach irgendwann fleckig aus. Und das wollen wir natürlich nicht. When Magic Happens steht hier über dem Spiegel. Und sowas finde ich auch immer ganz schön, wenn die Firmen halt so die Verpackung auch ein bisschen mitnutzen, in Anführungsstrichen. Und die Konsumenten dazu bringen, einfach ein kleines Lächeln ins Gesicht zu bekommen, wenn man das Produkt benutzt. Ich mag das. Das sind so die kleinen Dinge im Leben, ne? Also ich muss da wirklich vorsichtig mit arbeiten. Ihr seht das ja auch, ne? Aber es lässt sich schön verteilen, verblenden, auftragen. Und ich finde, das sieht auch sehr, sehr hübsch nach wie vor aus. Ich würde jetzt aber tatsächlich noch versuchen, etwas das aufzubauen, aber nur ganz, ganz dezent, weil ich will mir das jetzt natürlich nicht versauen. Doch, das funktioniert ganz gut, ne? Schöne Sache. Jetzt werden wir ein bisschen verrückt und verwenden Morning, nämlich diesen echt hellen rosa Blushton. Da bin ich sehr gespannt drauf, ob der A auf meinen Wangen zur Geltung kommt und B mir steht. Der hat auch einen leichten Schimmer irgendwie mit drin, aber der ist jetzt nicht so wie Nars Orgasm zum Beispiel, dass du da richtig krasse Partikel oder so drin hättest. Aber er lässt sich aufbauen. Das funktioniert dann schon mal ganz gut. Und gibt eine schöne Frühlingsfrische, muss ich mal so, also, ne, würde ich das so, möchte ich das mal nennen. Eine schöne Frühlingsfrische. Du bist auch so eine Frühlingsfrische, Claudinchen. Sehr, sehr dezent und subtil, aber im Zusammenspiel, und das war ein Reim, passen Bronzer und Blush sehr, sehr gut zusammen, ne? Man muss sie halt nur komplett unterschiedlich anwenden. Also beim Bronzer ganz vorsichtig, beim Blush hau drauf, Krokette. Und dann haben wir hier Afterglow und Radiance, das sind die beiden Highlighter-Töne. Afterglow ist ein bisschen mehr in Champagner und Radiance mehr so ins rosa kühlere. Ich verwende einfach beide, trage sie mir hier so auf. Oh, schön! Oh, schön. Kein grober Glitzer. Ne? Ich bin halt wirklich so dip, 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 dip und dann so einfach drüber. Das ist schön. Wow. Also der Highlighter ist das Beste aus der Palette, muss ich sagen. Das ist schön. Doch, finde ich auch wieder eine schöne Palette, ein schönes Ergebnis. Man muss halt wirklich nur sich ein bisschen rantasten. Noch ein Stockprodukt bei mir ist hier von It Cosmetics das Brow Power.
Ich glaube, die Farbe ist... Nee, hier steht es. Universal Taupe steht hier drauf. Habe ich schon ewig nicht mehr verwendet. Immer wieder eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Und dann habe ich hier auch aus meiner hier Sammlung NYX Bear With Me Hemp Chanvre Brow Setter. Das ist dieses hier. Einfach ein Augenbrauenfixierungsgel. Mit einem witzig kleinen Spoolie. So, dann schauen wir uns mal das Herzstück an. Und zwar die Natasha Denona Retro Glam Palette. Sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Ich finde die optisch nicht ganz so mega ansprechend, weil ich bin ja so eine bunte, ne? Und ja, aber wenn man die aufklappt, finde ich die Töne und die Konstellation extrem schön. Wow, draußen rasten ein paar Leute aus. Läuft. Ne? Was war das denn? Ne? Oh Gott. Was ist los heute mit mir? Ich weiß auch nicht, ich habe einen Clown gefrühstückt und es tut mir irre leid. Dann starten wir die fantastische Geschichte hier einfach mal mit dem Ton Fringe. Der sieht im Fändchen sehr schön, sehr zart aus und sehr hellmoosgrün. Den setze ich mir einfach auf mein komplettes Lid und blende den auch ein bisschen nach oben. Richtig schön einfach hat das jetzt so funktioniert, ne? Also als One Shadow ist es auch eine ganz tolle Geschichte. Darauf ein schöner Eyeliner, Mascara, fertig. Finde ich richtig schön. Als nächstes nehme ich mir den Ton Evergreen auf. Das ist ein schönes, dunkles, kühles Grün. Und damit baue ich mir ein Halo ein. Das heißt, ich setze den hier außen an und auch in meinem inneren Drittel. Ich glaube, ich möchte heute auch wirklich nur ein relativ leichtes Halo-Eye schminken, weil das ansonsten zu dunkel werden könnte. Aber so gefällt mir das schon mal richtig gut. Der Ton lässt sich auch wirklich schön auftragen, sodass du damit die perfekte Dosierung finden kannst. Also der ist jetzt nicht, ich trage ihn auf und er ist direkt bam in your face, sondern ich baue ihn langsam auf. Und das finde ich tatsächlich bei so einem schwierigen Ton, ne, so ein dunkelgrün ist ja nicht einfach, muss ich sagen, super. Also das gefällt mir einfach irre gut und macht dann auch dementsprechend ein schönes, softes Ergebnis, was nicht heißt, dass man es nicht sieht, sondern es ist einfach ein, schönes Ergebnis. So kann man sagen, ja. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, dass ich den Ton Sage auch gerne noch, mache ich jetzt aber auch einfach mal, ne, dass ich Sage noch aufnehme. Den möchte ich auch gerne hier noch ansetzen und den dann quasi von Evergreen ein bisschen in die Mitte so mit aufgeben, aber ja, nur so ein kleines bisschen. Der ist jetzt sehr pudrig. Dann nehme ich einfach meinen Finger, nehme mir den Ton Marlin auf. Das ist dieses schimmernde Grün. Den habe ich jetzt hier auf dem Finger. Und auf dem anderen habe ich schon den Ton Paladin mir aufgenommen. Denn ich möchte gerne Marlin quasi ja mehr oder weniger komplett so auf mein bewegliches Lid und auf die Mitte so tupfen. Und Paladin halt nur so auf diesen Mittelstreifen, um so ein richtig krasses Halo-Eye hinzubekommen. Mega, wow, voll schön. Ich gebe mir jetzt auch noch den Ton Evergreen am unteren Wimperkranz auf. Dann nehme ich diesen mega krassen Ton Flutter für meinen Innenwinkel. Das sollte man mit dem Finger machen, denn damit funktioniert es deutlich besser. Ist aber auch mehr so ein Topperton, weil man dadurch fast nur puren Glitzer bekommt. Auch ganz leicht unter die Augenbraue. Das ist wie Feenstaub jetzt hier. Und das ist dann mein Augenlook. Ich finde die Palette echt schön. Mag ich gerne leiden. Jetzt kommt auch noch das Tageslicht raus. Mensch, die Sonne ist aufgegangen. Ja, der Regen hat sich verzogen. Die Sonne hat sich gedacht, alles klar. Claudi strahlt. Also komme ich jetzt auch mal raus. Jetzt nehme ich mir auch aus meiner Sammlung den Ayeko Black Magic Liquid Eyeliner. Ich finde ihn so gut. Normalerweise ist der auch schwarz von der Verpackung. Das war jetzt eine Sonderedition, die in der Box mal drin war. Ne? Hat so eine schöne Pinselspitze. Oh mein Gott, dieser Eyeliner ist einfach der Hammer. Ich mag ihn so, so gerne. Dann kommen wir wieder zu unserem Freund, dem Revolution Ceramide Fixing Spray. Und es stinkt auch nicht so wie die Revolution Fixing Sprays, die ich so in Erinnerung habe. Diese Mascara habe ich euch auch schon in einem Short gezeigt. Das ist die Maybelline The Four Seas Surreal Mascara, die wirklich hübsch ist. Also auch ganz gut funktioniert, muss ich gestehen. Hat ein Faserbürstchen, würde ich mal so sagen, was sehr bauchig ist, also bauschig, puffig, oder ist es ein Gummibürstchen? Man weiß es nicht. Riecht soweit nach nichts und dann gucken wir uns das Ganze mal auf den Wimpern an. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Die ist schon gut, ne? Also die verlängert, gibt Volumen und trennt die Wimpern aber. Also ist jetzt nicht allzu verklebt. Ich finde, dass diese Mascara auch für wirklich viele was sein kann. Was ich zu bedenken geben muss, denn die habe ich ja schon mal getestet, das Abschminken ist gar nicht so easy peasy. Man muss hier ein bisschen mehr Liebe reinstecken und ein bisschen Geduld haben. Guckt euch das an, ne? Es glowt richtig schön. Ich finde, dass das einfach ein tolles Make-up ist und heute kommt tatsächlich auch noch die ein oder andere Lieferung an, sodass ich hier auch noch ein paar Videos drehen wollte eigentlich. Denn ab morgen sind hier Handwerker, da wird dann wahrscheinlich das Drehen für ein paar Tage nicht so möglich sein. Da muss ich heute ein bisschen Kette geben. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch ein Lippenprodukt und zwar habe ich von Natasha Denona in der Farbe Emilia I Need a Rouge Lip Stiletto. Den hatte ja auch Jenny von Jenny's Highlights so empfohlen. Ich weiß nicht, ob das auch die Farbe Emilia war. Ich möchte ihn auf jeden Fall auftragen, auch wenn ich ein relativ intensives Augen-Make-up habe. Aber ich möchte, also eigentlich passt es nicht so super zusammen, denke ich mal. Aber vielleicht passt es doch zusammen. Wir gucken mal. Oh mein Gott, ja. Man spürt ihn überhaupt nicht auf den Lippen. Und das ist so sinnlich. Ich habe das jetzt mit dem Pinsel so ein bisschen ausgeblendet außen, ne, dass die Kanten etwas verfeinert werden. Das kann man natürlich auch einfach mit einem Lip Liner machen, aber krass, Leute. Also das ist ein richtig krass schönes Lippenrot, sinnlich. Ne? Passt doch schon zu dem Look. Doch, doch, das passt richtig gut. Mega. Jetzt habe ich noch ein Parfum am Ende und zwar von Revolution, das Love Eau de Toilette. Das gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe es jetzt hier mit 10 Millilitern. Und dann rieche ich mal dran. Oh, auch ein sehr sinnliches Parfum, was ich gerne mag. Sehr floral. Mag ich. Hat aber auch irgendwas Frisches, Zitrischmäßiges dabei. Aber jetzt nicht so aufdringlich, ne? Schöner Duft. Also ich fühle mich auch so ein bisschen, oder ich finde, es riecht so ein bisschen, als hätte ich gerade ganz frisch gewaschene, aus der Waschmaschine kommende Klamotten an. Also so weichspülermäßig riecht das sehr angenehm. Mag ich gerne. Genauso wie den Komplettlook. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Look so fandet. Und welches Produkt ihr am interessantesten heute fandet hier. Ne? Also ich fand alles ziemlich aufregend. Und ich muss auch wirklich gestehen, dass dieser Look echt gut ist, oder? Also das gefällt mir, die Haut gefällt mir, die Augen gefallen mir, die Lippen sind hammermäßig und ich freue mich drauf, damit noch das ein oder andere Video zu drehen. Jetzt gerade kommt die Sonne raus, das heißt, ich kann doch noch mit Sammy eine Runde drehen. Sehr, sehr cool. Das war's hier von mir. Vielen Dank an Lookfantastic für das Zusenden der Produkte und auch für die Zurverfügungstellung des Codes CLAUDIWELT für euch. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!